Vorsicht, die kommen von überall! Gehen Sie so viel vorrücken! Mein Gott, das ist der Ding! Feind ist tot! Schiff halt! Du auch! Weg da! Ja, er hat eine dicke Wunde gehabt hier, wenn ich mich richtig gesehen habe. Ah, die Wumme ist weg. Super. Aua! Naja, brauchen wir Granaten? Brauchen wir nicht. Weg da! Feind ausgeschaltet! Was soll ich denn sagen? Scheiße, Alter, die Munition geht schon wieder, Alter, ey. Bin unterwegs! Sie bewegen sich! Exekutieren, Bitch! Gut, jetzt ein bisschen Munition zu bekommen. Nimm dich vor solchen wie dem in Acht. Mach dich fertig. Schnell jetzt. Wir müssen Daniels finden, bevor die 33. beschließt, dass er die Mühe nicht wert ist. Nimm mal ein dickes MG mit. Lass sie ein bisschen mehr Schaden dann verursachen. Was? Alter. Kommt durch das Gebäude. Werden die 33er nicht als Helden angesehen? Die Folter wirken ein bisschen heftig. Ah, wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaube, ich kenne ihn sogar. In Kabul reiste ein Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich nicht gern anlegt. Ich habe nie mit ihm geredet, aber der Colonel vertraute ihm blind. Kam nie dahinter, wieso. Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach. Wir müssen weiter runter. Jetzt will ich nochmal hier ein bisschen was nachschauen. Ob es hier oben noch was zu finden gibt. Diese Art ist prädestiniert dazu, etwas zu verstecken. Und hier oben ist nichts zu finden. Super. Okay, geht's weiter. Lair Salair. Was? Liars Lair. Kannst du rückwärts sprechen? Rials Srail. Okay, gut, da gibt es beides keinen Sinn. Auf hier. Aber da. Geht's dir gut? Brauchst du was? Ein Kaffee? Oder? Ja. Kann ja alles besorgen, ich hab alles da. Speed, Hash, Crack, Kokain, Gummibärchen. Alles vorhanden. Okay, hier gibt's anscheinend nichts zu holen. Außer jemanden, der im Weg steht. Suchen wir den Ausgang. Da ist eine Tür. Da geht's wohl raus. Ah, das ist gut kombiniert, Sherlock Holmes. Geht jetzt auch nicht lang. Willst du? Oh, Zwischensequenz. Oh, shit. Ziemlich weit runter. Rutschparty! Aua! Autsch!
Aua! Das muss doch wehgetan haben. Adams, Lugo, hört ihr mich? Toll. Kein Signal. Ausschwärmen und alles durchkämmen. Er ist irgendwo da unten. Wird ja immer besser. Okay, ich brauche schnell ein Gewehr. Ich weiß nicht, kann ich die auch assassinieren oder sowas? Hat ja super geklappt. Ich hab einen! Ja, ist klar. Nein! Hörst du mich? Nein! Ja! Alles okay? Hört es sich so an? Schwingt euch hier runter! Gnaden her! Aua, wo kommst du denn her? Drecksvieh! Scheiße, wo soll ich jetzt hingucken? Aua! Hör doch mal auf mit der Scheiße hier! Du Affe! Was ist davon? So zu erschrecken, ey! Das ist meine geschmolzene Scheiße, du Affe! Fuck it, versuche ich jetzt mal mit B in Deckung zu gehen. Ich sehe absolut nichts hier unten. Adams, Lugo, wo steckt ihr, verdammt? Verdammt nochmal, Ziel überprüfen. Nein, Sir. Aber mal Zeit jetzt. Kommt die Kavallerie. Scheiße, Alter. Ja, mit der ganzen verfickten Muni, Alter. Wo bleibt ihr denn so lang? Der Aufzug war hin, wir mussten zu früh gehen. Falscher Zeitpunkt, Sergeant. Was? Schon okay, Adams. Mir fehlt auch nichts. Kein Grund zur Aufregung. Sehr gerne. Ich weiß, ich weiß. Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah. Das ist jetzt schon wieder. Los. Wer ist hin? Leute. Stress doch nicht so. Oh, Haftgranaten. Nice. Was mir los ist, so wechseln kann. Hier sind ein paar Verbringte. Erledigt sie, bevor sie Alarm schlagen. Älter Rückstoß. Werfe Haftgranate. Boom. Ziel am Boden. Feind ausgeschaltet. Yes. Feind über uns. Scheiße, ein Hinterhalt. Alter, hab ich ihn jetzt? Sein G ist anscheinend down. Haftgranaten sind so geil. Bin unterwegs! Achtung, Feind! Feind über uns! Mach dann! Kapitän! So, den hinterher hier! Den noch exekutieren hier. Die hat ordentlich Muni.
Und den auch noch. Bums. Sackgasse. Adams, mach die Tür auf. Alles klar. Alter Schwede. Oh, was haben wir denn hier? AK, Munition auffüllen. Jetzt werden ja aber beschenkt hier mit Munition. Gibt's ja gar nicht. Scheiße! Was ist denn? Etliche Gegner von hinten. Wir sitzen in der Falle. Walker, da ist ein MG. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Kein Problem. Kommen Sie! Ja, baller einfach, was ist. Ich kann dir helfen, Boss. Nimm mir ein Ziel. Ich muss jetzt nicht unbedingt dann, sagen, auf was du ballern sollst, oder? Oh! Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Du hast Deckung! Los! Feuer! Ja, wir haben Kontakt, aber wo haben wir den? Wir haben Kontakt! Halt ihn auf! Weg abschneiden! Stirb halt! Bewegt eure Arsche! Bewegt eure Arsche! Verteidigungslinie aufbauen! Lugo, den Scharfschützen! Besten jetzt! Danke! Einen habe ich down. Du musst dich selber ausschalten jetzt. Lugo, den Schaffnitzel! Alles klar, ich hab ihn! Okay, Ziel ist ausgeschaltet. Die Schweine jetzt hier. Tür ist auf, los jetzt! Wir können los, Walker. Komm! Oh, was stinkt denn hier so? Alter Schwede. Oh, Scheiße. Oh Gott, Scheiße. Oh Gott, so viele Leichen. Lieutenant Daniels, sind Sie noch bei uns? Lieutenant Daniels. Bewusstlos. Gebt Bescheid, wenn er wieder zu sich kommt. Dann geht's weiter. Die sind aufeinander losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Unrecht. Schwede. Vorsicht, die werden warten. Das ist heftig, Alter. Für sowas werde ich nicht bezahlt. Hier ist kein Mensch. Captain, auf der Treppe! Ich seh's. Wenn das Daniels ist, dann ist der Mann schon längst tot. Das war eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Keinen blassen Dunst. Wow, Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Tja, Captain. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja, und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich. Ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach reinspazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Los geht's, Jungs! Hoppala! Was zur Hölle? Da oben! Das ist gut! Verschwindet! Tja, ob wir der Falle entkommen können und ob uns dieser Goldberg wirklich alles sagen kann, was wir wissen müssen,
würde ich sagen, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Und daher bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es tut mir leid, wenn ich wieder ein bisschen ruhiger geworden bin, aber ich lasse mich mal zu extrem damit mitreißen und dann werde ich auch selber mal ruhiger und konzentriere mich einfach zu viel. Ich muss da echt langsam mal lernen, mal wesentlich mehr zu sprechen in der Art und Weise. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, etc. pp., dann schrottet es mir in die Kommentare. Und schaut ruhig auch mal bei Facebook, Twitter vorbei und auf dem Blog, den wir eröffnet haben. Und liest euch ruhig mal die letzten paar Einträge durch, die da entstanden sind. Es werden noch wesentlich mehr folgen. Jo, dann hoffentlich sieht man sich mal online und ja, tschüss und ciao.